So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vollbild. So, diese Menümusik ist so abartig laut. Okay, was wir mal machen könnten, ist, wir können mal Inhalte. Und es gibt da jetzt, ich bin ja mit der MyTest Version 5.6. Und die hat ja jetzt dieses wunderbare, krasse Feature. Dynamische Schatten. Das Problem ist halt, damit wir das nutzen können, auch, ist dieser Satz hier sehr entscheidend. Ne? Wir brauchen also irgendeine Möglichkeit, Myclone 5 beizubringen, das auch zu nutzen. Und Myclone 5 kann es von Hause aus natürlich noch nicht, ist ja ein super neues Feature. Aber es gibt so eine komische Mod, die heißt Enable Shadow. Was mache ich denn hier gerade für eine Scheiße? Warum ist die Capelock aktiv? So, und wenn wir die hinzufügen, 5.6, yeah. So, ging natürlich super schnell, ist ja bloß ein ganz kleiner Patch. Und jetzt können wir mal ganz kurz gucken. Oh, das Ding ist aber klein. Okay. Warum sieht das Ding so komisch? Okay, also bei der GUI, da haben die relativ viel überarbeitet, aber scheinbar nicht in die richtige Richtung. Das sieht sehr interessant aus. So, wo ist das Ding jetzt? Ist ja enable, da. Überspeichern. Und spielen. Jetzt sollten wir rein theoretisch praktisch Schatten haben, die dynamisch herumwandern. So wie Geister. Gut, außer es regnet natürlich, dann haben wir gar keine Schatten. Okay, wir sollten mal ins Bett gehen. Oh. Konnichiwa. Aha. Aha. Nee. Und der rennt einfach weiter, weißt du? Geiler Handelspartner. Warum wachsen die jetzt so schnell? Das gibt's doch ja nicht. Weil es regnet? Deswegen? Nee, ne? Kann nicht sein. Das ist wieder der Natur. Alter, wie viele? Huiuiui, ja, das wird aber spaßig. Well. Das Feld ist ausgesät, wir sind satt. Passt doch. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Gut. Wir wollten. Aha, ein paar Bäume. Wow. Ja, so viele Bäume sind schon gewachsen. Cool. Da würde ich mal sagen, zerstören wir mal unsere Axt. Indem wir wie ein Berserker alle Bäume abbauen. Na komm, ich mach mal lieber mit dir hier. Ja, den nächsten Baum. Die ganzen Tiere sind ja schon laut hier. Ich bin gerade verwirrt. War es nicht so, dass wenn man unter einem Gegenstand steht, es außerhalb trotzdem geregnet hat? Wow. Mit einem Schlag von der Axt ist der tot? Was ist denn hier los? Nee, aber war es nicht so, dass es dann außerhalb trotzdem noch weiter regnet? Das war doch so ein cooles Feature, was ich cool fand. Hm. Also, Myclone 5 scheint wohl doch nicht in jeder Hinsicht besser zu sein als Myclone 2. Sondern in manchen Sachen auch ein bisschen rückschrittiger zu sein. Guck mal, du, hier, mit meiner Wunderaxt. Die ramme ich dir mal quer in den Kopf. Wer braucht schon Schwerter? Ha. So, wir kriegen natürlich von den Bäumen relativ wenig Holz jedes Mal.
Weil der Stamm immer nur 4 oder 5 Blöcke hoch ist. Oder vielleicht auch mal 6 Blöcke. Aber wir bräuchten nur so eine großen Mammutbäume, aber irgendwie wachsen die auch nicht. Das sind ja alles so eine kleinen Bäume. Ich bin verwirrt. Bitte helfen Sie mir. So. Na, ein paar Bäume können hier noch wachsen. Ah, guck mal, hier ist ein größerer Baum. Ne, ist auch noch plus. Einen Block höher. Naja, viele Äpfel bekommen wir auch nicht gerade, ne? Wir haben jetzt 20.000 Bäume gefällt und haben gerade mal 4 Äpfel bekommen. Es ist aber nicht so prickelnd. Ach, guck mal, hier, denn das ist ein größerer Baum. Ein einziger. Ein Trauerspiel. Da habe ich zumindest schon wieder fast 2 Stacks voll bekommen. Sollte erstmal reichen. Ich werde aber gleich mal hier wieder ein paar. Was zur Hölle ist mit diesem Schwein los? Ah, sind sie weg. Geht denn hier ab mit diesen Leuten? Wollen wir jetzt einfach mal ein paar mehr Bäume hin. Vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass noch ein paar große Bäume mit bei sind. Wenn wir hier so einen Wald simulieren quasi. Aber richtig extremo. Tun wir mal so, jetzt sind wir was für die Natur tun. Machen wir hier so ganzen Urwald, nur damit wir ihn denn selber wieder abholzen können. Ha. Ah, das ist genau meine Philosophie. Hm. Wie viel haben wir noch? 6. Okay. Und hier noch eine hin. Hier noch direkt schon eine Pflanze. Because why not? Oh, das war's. Geil. Jetzt können wir hier voll die ganzen Dinger wieder abnehmen. Hier zum Beispiel. Dann liegen die ganzen Bäume mehr auf dem Flag. Dann können wir die auch besser abholzen später. So, mehr waren es gar nicht. Ah, die drüber. Sehr gut. Okay, Klappe. Was machst du hier? Da ist auch schon wieder so ein Schweinchen mit so einem komischen, mit so einer komischen Erde drauf. Was ist denn los mit denen? Haben die gesoffen? Oh, ich hab die Tür offen gelassen. Egal. Oh, jetzt ist es offen dunkel. Gut, dann können wir uns mal direkt ins Bett hauen. Das war hier hinten. Sehr geil. Okay. Da sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. So, können wir direkt um weitermachen, ne?
Was haben wir jetzt so von der Hütte? Ah, und da sind doch schon die dynamischen Schatten da. Merke ich nämlich daran, dass die Framerate gerade ein bisschen in den Keller geht. Okay, das heißt, hoch ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Dann gehe ich mal lieber hier auf Mittel. Ja, aber darf man noch nicht vergessen, dass zum einen es mein Test ist. Also Grafikperformance ist jetzt nicht so hoch und vor allen Dingen ist das Ganze halt auf 4K. Ach, guckt euch diese Schatten an, Alter. Ja, doch, so ist es schon viel spielbarer. Well. Sehr geil. Gut, wir müssen hier. Oh, schade, nur wird das auch gereicht. Wobei ich würde gerne vielleicht sogar noch eins weiter runter gehen. So. Alles für die Framerate. Ihr wisst ja, ne? Ich würde sogar in 144p spielen, nur damit ich 60 FPS bekomme. Oh, fühlt sich erstmal gut an. Doch, das fühlt sich definitiv reaktionsfreudiger an. Sehr geil. Oh, und der Schatten ist jetzt richtig schön klotzig. Und nicht mehr so abgewaschen wie davor gerade eben. Wovon ich also ein riesen Freund bin. Gefilterte Texturen können mich mal. Ist ja schlimmer als Filterkaffee. So, dopp und dopp. Gut, die Pfosten sind schon mal alle da. Jetzt müssen wir sie nur noch sinnvoll miteinander verbinden und diese Musik, die ist immer ganz schön laut. Ich sterbe gleich. Was macht denn der da? Nein. Dankeschön. So, erstmal hier ein bisschen aufräumen. Du kommst noch da. Damit ich mich nicht immer verklicke hier. So, Alter, so viele Bären. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Ja, schon wieder. Aber. Hä? Ach, er macht in der Richtung ran, wie ich stehe. Okay, der muss ich also immer. Oh Gott, das ist ja deprimierend. Ah, komm, let's go. Deutlich wird deprimiert. Jetzt so? Lass mich vorbei. Danke. Na. Ah. Danke. Zum Glück ist die Erde, auf der wir laufen, überhaupt nicht laut, ja. Ich meine, in welcher Welt? Ich weiß ja nicht, wer von euch schon mal durch den Wald gelaufen ist, ja. Das ist ja auch so. Erde auf dem Boden, ja. Das ist ja auch das, woher der Name der Weltkugel Erde kommt, ne? Weil alles Erde ist, außer das, wo Wasser ist. Ja. Und diese Erde. Die macht doch nie im Leben so einen Krach, wenn man da drüber läuft. Das hört sich ja eher so an, als wenn wir hier auf, weiß nicht, Styroporkügelchen laufen oder zerknittertem Papier. Ja, wahrscheinlich eher das. So, da hinten ist schon wieder einer, der sich verdreht hat. Oder? Nee, doch nicht. Waren wir gerade so? Ey. Was ist denn hier los? Ja, schön. Perfekt. So, jetzt müssen nur noch ein paar weitere Detailarbeiten gemacht werden. Das heißt, ich brauche wieder Erde, um drauf wieder raufzukommen. Ah, der Wall. Ah, und jetzt ist so, jetzt noch ein paar größere Bäume da. Der jetzt zum Beispiel. Sehr schön. So, nein.
Warum ist hier die Erde? So, let's go. Ja, man sieht richtig schon an den Schatten, wie auch die Sonne jetzt auf einmal schon steht. Ja, da. Sehr nice. Sehr, sehr cool. Gut. Wir brauchen. So. Jetzt haben wir das auch geklärt. Und dann müssen wir hier noch ein bisschen Erde, Baumstämme ran. Dings dann. Okay, das funktioniert. Ich dachte schon, der macht jetzt nach oben. Also. So hier. Aber das unterlässt er zumindest. Das ist schon mal eine sehr gute Info. So. Oha. So. Hier jetzt auf Beinseiten. Ah. Aha. Schön, auf einmal seinen eigenen Schatten zu sehen. Ah, das ist schon ganz praktisch. Sag mal. Sehr gut. Also, siehst du, wir können ja gleich mal von innen auf die Dinger noch ranklatschen. Dann können wir nämlich diese Mittelstegdinger. Wow, das ist ja natürlich super positioniert. Die Mitteldinger da abbauen, überall. Alle dran? Ja. Dann kannst du jetzt weg. Du kannst daran. Hopp. So, dann können wir nämlich die Dinger überall rausklauen. Wieder ein bisschen Holz gespart. Ob sich das jetzt lohnt? Ich glaube ehrlich gesagt nicht wirklich. Aber hey, es geht ums Prinzip. Wir müssen den Wald schützen. Wenn es nach mir ginge, würde ich auch ein Haus niemals aus Holz bauen, sondern nur so aus Papier, was so angemalt ist wie ein Baum. Wobei Papier ist ja auch aus Holz. Das bringt also nur begrenzt was. Aber hey, um den guten Willen geht's. Wie gesagt, es geht immer um das Prinzip. Ja? Taten braucht keiner, aber Prinzipien. So. Das ist doch schon hoch hier, oder? Das sieht doch gut aus. Das heißt, Alter, das sieht aus wie so eine riesige Fabrikhalle hier. Ist das hoch? Braucht man wirklich eine so große Etage? Hey, 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 ich bin gerade ein bisschen, überwältigt. Ja. Okay, ich würde sagen, wir machen hier oben auch ein Zweiraumprinzip. Weil alles verglasen, na, weiß ich nicht. Und wenn wir nur die erste Hälfte verglasen, dann sollte man trotzdem auch hier wieder da und hier eine Wand reinziehen. Das ist vom Grundkonzept her quasi so wie die untere Etage. Dann haben wir zwei große Räume, die halt ne, normal sichtverdeckt sind, wo man dann so rumpimpern kann. Und zwei Räume, wo man dann wirklich schön Glas hat, wo man dann diesen riesigen Ozean hier sehen kann. Ah. Naja. Von hier oben sieht das Ding ganz schön armselig aus. Okay, egal. So. Jetzt war es erklärt. Okay. Wie machen wir das am besten? Das heißt, wir hatten unten. Hatten wir noch normales Holz für die Wände. Und hier vorne brauchen wir eine Glas.
Klar, stimmt, können wir schon mal machen. Wobei, brauche ich eine Werkbank. Hopp. Gut, dann brauchen wir also noch viel mehr Holz. Können wir also gleich wieder unsere ganzen Bäume hier ernten. Ich habe jetzt auf mir ginge, würde ich mir gleich eine Diamanten-Axt machen, aber wir haben halt gar keinen Diamanten. Nachschlagewerkzeug. Jo, das heißt, wir werden jetzt dann noch mal eine Holzaxt, eine Metallaxt, wobei wir haben zwei Eisenaxt. Okay. Beide bitte. Also diesen Shift hier oben reinklicken geht immer noch nicht. Okay, die Achievements wurden auch zurückgesetzt. Interessant. Oder gibt es die erst seit jetzt? Gab es die davor gar nicht? Ich bin verwirrt. Nö. Das haben wir auch schon. Also die Achievements muss es auch schon vorher gegeben haben. Naja, wer weiß. So, okay. Das heißt, wir haben erstmal eine Eisenaxt, die wird aber wahrscheinlich nicht reichen. Wir machen trotzdem erstmal so lange, wie die reicht. Und dann brauchen wir da oben noch Glas. Aber, oh, guck. Siehst du, so ein Baum. Davon bitte alle. Das wäre richtig schön Holz. Oh, die Schatten hier unten wirken auch echt geil, ne? Und es ist halt auch genau dann der Bereich, wo man dann merkt, wie komplex dieses Spiel eigentlich ist. Weil, ne, ich hatte schon mal gesagt, es sieht zwar super einfach aus, aber jeder dieser Blöcke muss halt texturiert werden. Deswegen ist die Welt zwar von dem, was man so auf den ersten Blick denkt, zwar sehr einfach, für die GPU hingegen ist es aber super kompliziert. Weil du da hinten halt extrem viele Triangles hast und die alle texturiert sind und alles. Und jetzt hier natürlich mit den ganzen dynamischen Schatten nochmal genau das gleiche. Du hast halt für jedes Objekt, wirfst halt einzelne Schatten. Und wenn du halt hier in so einem Bereich stehst wie Bäume, dann muss halt das Licht durch jeden einzelnen Block durchberechnet werden. Weil jeder Block für sich, wenn die so semi-transparent sind wie die hier, Schatten werfen. Das heißt, um zu berechnen, wie hier der Schatten aussieht, wenn man berechnen möchte, wie hier der Schatten ist und da die Sonne ist, müssen durch die ganzen Blöcke, durch die ich jetzt gerade durchzeige, überall das Licht durchberechnet werden. Und das ist halt schon Sachen, die man sehr leicht unterschätzt. Ah ja, die Sonne geht langsam unter. Die Schatten werden länger. Ja, aber ich glaube, das mit der Niedrigeinstellung ist echt ein guter Kompromiss zwischen Leistung und Aussehen. Also man erkennt immer noch alle Schatten sehr gut und ist aber trotzdem von der FPS her super performant. Also ich weiß nicht, wie viele haben wir überhaupt. Ja, 60 FPS. Passt doch. Genau so muss das sein. 4K 60 FPS, Bebe. Das ist Performance wie im Bilderbuch. Okay, die Axt hat doch etwas länger als ich dachte.
Okay, gleich ist die Axt hin. So, hier oben ist nichts mehr. Nope. Vor allem das Schöne ist bei dem Spiel, die Schatten werden doch wirklich sehr lang. Nicht so wie bei Euro Truck Simulator, wo er dann irgendwann einfach aufhört, die Schatten länger zu machen. Keine Ahnung, ob aus Performance-Gründen oder was einfach falsch programmiert wurde. Aber hier werden die Schatten wirklich sehr lang. Gut, schön. Es wird dunkel, meine Achse ist fast kaputt. Das heißt, wir machen die doch mal ganz kaputt. Und dann packen wir uns mal ins Bett. Und da ist die Axt noch hin. Schüssel de Dizzle. Ey, guck mal, wie schnell die jetzt wachsen. Was ist denn hier los? Das heißt, in der letzten Aufnahmesession wollte ich das Spiel einfach nur verarschen. Mal wieder. So dunkel und jetzt immer noch nicht fertig mit dem Abbauen. Immer noch 6 Blöcke in der Warteschlange. Ah, Kacke. Mache er hinne. Achso, weil es auch noch der große Baum mit dabei ist. Ah, super. Ja, komm, mach. Dein Ding. Weil wir müssen irgendwie auf diesen Baum da raufkommen, damit die Sachen, die da oben rauffallen, auch mitgenommen werden. Das heißt, wir machen das hier. Da, 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 da. Oh, nicht so viel ist hier oben gar nicht. Okay. Das war dumm. War klar, der letzte Block geht nicht mehr. Och, Leute. So. Aber jetzt... Oh, wa... Wait. Der Mond wirft auch Schatten. Ist ja geil. Aber was ist mit diesen Schweinen los? Warum haben die Dinger da oben immer drauf? Troppen die Sand? Nee, die troppen nur Fleisch. Warum hat er diese komischen Grafikfehler, dass die auch Sand oben drauf transportiert, warum auch immer? Hm. Man wird es nie erfahren. Ich sollte mal die Tür zumachen, ne? So, neuer Tag, neues Glück und damit würde ich sagen, auch denn eine neue Folge. Ne? Von daher, ja, bis dann.